everybody wanna be friends now, but not everybody been with me. Started with a couple hundred plays now, but not everybody saw this me. I seen it coming, it was all or nothing. I knew the future gonna give me something. I put in the time, put in the work on my rhyme. Knew all along I was shine, I'm on now. Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute habe ich mal einen kleinen Glitch. Und zwar zeige ich heute, wie man jeden Vorbereitungsheist hier überspringen kann. Also wir überspringen jede Vorbereitung, ohne sie zu kaufen, ohne sie einmal gespielt zu haben. Der Glitch ist wirklich sehr, sehr einfach. Ihr braucht halt einfach eine Basis mit dem jeweiligen Akt und deren Vorbereitungen. Wie gesagt, wir überspringen hier nur die ganzen Vorbereitungen und nicht das Finale an sich selber. Wenn euch das Ganze so gefällt, wie ich euch das hier zeige, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und würde mich auch sehr gut supporten. Ja, ich will jetzt aber erstmal sagen, fangen wir einfach mal mit dem eigentlichen Glitch an. Seid ihr nun in dem Raum, wo ihr die Vorbereitung starten könnt, dann geht ihr da jetzt einfach einmal dran. Ihr müsst jetzt einfach nur noch Viereck gedrückt halten und nach 1-2 Sekunden Viereck drücken, lasst ihr diese dann einfach los und drückt direkt die Pfeiltaste nach rechts. Ja, das macht ihr bei jedem Vorbereitungsakt hier. Und ja, woran ihr das erkennen könnt, dass ihr das Ganze gehittet habt, ist ihr, dass ihr beim ersten Mal nur ein Piepen hört. Und wenn ihr wirklich alles gehittet habt, werdet ihr ein doppeltes Piepen hören. Ja, ihr werdet dann diese bist du sicher Meldung bekommen. Ja, diese Bestätigungsmeldung, die könnt ihr dann auch einfach annehmen. Ja, das müsst ihr jetzt bei allen drei hier machen. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen vorspulen. Ich will jetzt aber dann mal sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir das jetzt bei allen Vorbereitungen gemacht haben. Haben wir das nun bei jeder Vorbereitung gemacht, dann öffnen wir das Interaktionsmenü, gehen dann auf Basisverwaltung und machen dann einfach diesen großen Monitor einmal aus und dann wieder an. Der Raubüberfallplanungsbildschirm einmal aus und dann wieder an. Und ihr werdet sehen, dass die Vorbereitung bzw. das Finale jetzt auch schon am Start ist. Und was ihr dann jetzt nur noch machen müsst, ist ganz einfach das Outfit wechseln. Das machen wir jetzt hier auch ganz einfach einmal. Ja, ich will jetzt aber erstmal sagen, war es das von dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst es mir doch ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, würde mich auch sehr gut supporten. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Und sobald ihr jetzt hier diesen Raum verlässt, werdet ihr die ein oder andere Cutscene bekommen. Ist auf jeden Fall kein Problem, solange ihr hier das Outfit gewechselt habt. Ich will dann jetzt aber erstmal sagen, bin ich raus, bleibt gesund und ciao. Hey, ihr wollt in den Streams auch mal dabei sein? Dann kommt auf den Discord-Server von Newt. Ihr könnt mit anderen Mitgliedern schreiben, in den Sprachchannels Spaß haben und könnt auch mega krasse Emotes benutzen. Wenn ihr kommen wollt, dann gebt einfach Ausrufezeichen Discord in den Stream-Chat ein oder guckt in die Videobeschreibung. Viel Spaß noch am Stream und im Discord.